Ja, ein altes Bild, aber natürlich eine geniale Komposition. Hermann inmitten von Walkürennebel, verhangenem Himmel. Mit dem Schwert, und es kommt auch noch im Bereich seines Herzens, wie ein Flammenblitz aus dem Schwert heraus. Der Hermann der Ringe, diesmal durch einen Blaufilter betrachtet, im Kohlenpott. Ja, hier hinter dieser Flamme erscheint praktisch fast wie ein Geist ein Antlitz, wenn man sich das mal genau anguckt. Wurde zum Teil auch für ein Cover verwendet, sein Meisterwerk, die Götterdämmerung, The Twilight of the Gods. Hier wird es mal ein bisschen weltlicher. Hermann fotografiert sein Lieblingsmodell, muss man fast sagen, die Swantje in einem berühmten Park. Und ja, man sieht deutlich, wie er es schafft, auch die Models noch zu locken, aus ihnen noch das Letzte herauszuholen, sozusagen. Bei so einer Fotosession. Mystischer Mondaufgang über Paderborn. Eine sehr schöne Komposition, denn man erkennt im Hintergrund Fotos, andere Sachen, die an der Wand hängen, die sind aber nicht zufällig da. Man erkennt hier ein Pferdchen. Man kennt auf der anderen Seite das ewige Prinzip der Schnecke und in der Mitte eine große Blume, die fast selber aussieht, mit den Flügeln in der Mitte wie ein Drache oder ein Fabelwesen, was gerade abhebt. Ja, also die Realität wird hier aufgehoben. Der vordere Bereich des Raumes geht einher mit dem hinteren der an der Wand befindenden bildenden Kunst. Dieses Bild von einem goldenen Schwert, was den Himmel wieder aufreißt, immer teilt es. Man sieht schon daran auch, es geht hier sehr oft um Transzendenz. Dieses Bild ist auch sehr ähnlich dem Gemälde Schwert der Einheit. Was wir an anderer Stelle schon besprochen haben. Hier auch wieder Aufhebung der Realität. Da steht sogar extra Real TV, damit der Dümmste auch noch erkennt. In diesen Schatten, in diesen Bewegungen lassen sich dann wieder ganz andere Welten erschließen, lassen sich dann auch wieder ja, andere Dimensionen erkennen, andere Formen erkennen. Ja, berühmtes Bild, Hermann in Hollywood mit seinem berühmten Schwert. So, das ist die Brücke von Bali, die Oliver Stone übrigens zum Conan-Film inspiriert hat. Und wir sehen hier im Hintergrund ganz deutlich diese riesigen Lianen, die da sich runterwinden. Fast wie bei Tarzan und eben oben vorne auch die Drachenköpfe, ähnlich wie die Schlangenköpfe im Conan der Barbaren-Film. So, dann sei auch nochmal generell gesagt, dass man all die Bilder auf hermannforall.wordpress.com wiederfindet. Also nochmal Hermann 4 und dann all.wordpress.com. Da kann man das dann nochmal in Ruhe sehen. Hier mystische Felsen auf Kreta. Und natürlich die Berliner Mauer. Noch wie man sie aus alten Zeiten kennt, direkt vor dem Brandenburger Tor mit lustigen Inschriften versehen. Ja, wunderbar. Ja, wunderbar. Mystisches Foto von dem Nordkap
Bereich, ja, wie soll man sagen, von der Anhöhe von Helgoland. Strahlenblaue Sonne, schon gelbe Sonne natürlich. Und dahinter der einzigste Kirchturm der Insel. Eins der frappierendsten Fotos in der Höhle unterhalb des berühmten König Arthur Schlosses Tintagel. Und man sieht, wie das Meer hier von der einen Seite unter der Burg durch zischt und auf der anderen Seite wieder rauskommt. Das ist jetzt also der Tunnel sozusagen davor. Ja, das ist der Strand von Sylt. Und fast hat man den Eindruck, als wäre man da wirklich wie ein Urmel aus dem Ei, wie eine Urrobbe aus dem Meer heraus entwächst. Hermann, der wie Heimdall das Horn zum letzten Gefecht bläst. Heimdall, dem nordischen Gott in diesem Fall. Ja, das berühmte Bild der Hermann der Ringe. Hermann mit Schwert, Rauch umwoben, Gitarre natürlich. Und vor allem dem Ring der Macht. Dann ein älteres Bild, ein Stillleben am Meer sozusagen. Wunderschön die Hell-Dunkel-Effekte hier eingefangen. Fast ein bisschen einsam wirkt dieses Boot hier, gestrandet am Meer, ja, wie der Mensch im Leben. Eine Abendstimmung aus Finnland, berühmt für seine Seen natürlich Finnland, und wunderschön, wie sich hier alles spiegelt und der Himmel in seiner ganzen Abgehobenheit hier eine Reflexion erfährt. Ein Cover haben wir hier als nächstes, ein Fotocover. Da geht es darum, dass das Triskel Maria einen ganz zentralen Raum einnimmt und wir hier in der Mitte den Gehörnten erkennen. Aber der Gehörnte jetzt im natürlichen germanischen Sinne als Urgott an sich. Die Rekonstruktion der Erminsul hier aus vielen verschiedenen Bestandteilen. Wir haben also unten das gefundene Artefakt, das auf einem Schießplatz ausgegraben wurde. Darüber das goldene Schwert natürlich. Vereinigung der Gegensätze. In Bali gab es sogar solche Schwerthalter, wo dann die Schwerter nur nach unten zeigten. Und im Hintergrund fast adlerhaft, fast geisterflugwesenhaft der Himmel von der Insel Amrum. Oder, nee, es war nicht Amrum, es war irgendwas anderes. Egal, eine Nordseehallig, da wurde der Himmel aufgenommen. Und eben in dieser Komposition vereinen sich all diese Dinge. Hier Hermanns Hauptsymbole: Schwert, designte Gitarre und natürlich. Beides lehnt sich förmlich an die alte deutsche Eiche, da im Hintergrund.
eine seiner beliebtesten Schildmeiden hier geschminkt wie eine Dame, aber lachend hinter diesem Helm mit Gesichtsschutz. Eine sehr schöne Gegenüberstellung der Gegensätze zwischen aktiver Kämpferin mit Lippenstift und der Barbarin. So, und noch ein paar Bilder von der Seite Hermann for All. Hermann hier als Modezar, als Fashion-Guru würde man sagen. Dieses Oberteil hat er entworfen, geschnürter, lockerer, legerer Stil, nicht nur für eine Barbarin, sondern auch im Alltag zu verwenden. Hermann hier in Hamburg bei den berühmten Filmaufnahmen am Bismarck-Denkmal. Natürlich viel Leder, viel Nieten, viel Metall und auch ansonsten dunkel gehaltene Borte hier im Outfit des Schwertmeisters. Da wirkt das schon fast bieder, ein dem Mittelalter nachempfunden das Oberteil, eine Jacke in einem wunderschönen, mit Rankenmuster und dennoch dunklen versehenen Stoff. Ja, mal ganz in weiß, mal ganz anderes. Metal kann nicht immer nur schwarz sein oder Heavy kann nicht immer nur schwarz sein. Hier sehen wir also Hermann bei den berühmten Filmaufnahmen zu dem Video I'm Free. Und ja, zwischen zwei weißen Säulen steigt er die Stufen hinab in einem weißen Anzug, weißen Mantel, weißen Hut und sogar weißer Gitarre. So, hier haben wir mal wieder was für die Damen. Ein Bustier, ein Oberteil. Sehr keck, auch mit dieser doppelten Lederkette. Schön anzusehen. Und das denke ich mal nicht nur für die Damenwelt. Hermann hier mit Krone, asiatischer Krone. Designtem Schwert, designter Gitarre und natürlich Tiger. Felljacke, aber für alle Tierschützer sei jetzt gesagt, das ist also ein Imitat. Jetzt nicht hier Amok laufen, nur weil ein Tigerfell zu sehen ist. Der Tiger hat ja eine wichtige Funktion für Hermann an sich.